seien A und B reelle positive Zahlen, so dass A größer gleich B ist und B streng positiv ist. Beweise, dass die Differenz zwischen ihrem arithmetischen Durchschnitt und ihrem geometrischen Durchschnitt die folgenden obere und untere Grenzen annimmt. Das arithmetische Mittel von A und B, das ist A plus B halbe. Das geometrische Mittel von A und B, das ist die Quadratwurzel von A mal B. Dieser Bruch ist die untere Grenze und dieser Bruch ist die obere Grenze. Wir sollen also diese doppelte Ungleichheit beweisen, wohl wissend, dass A größer gleich B ist und B streng größer als 0 ist. Betrachten wir zuerst diese Differenz in der Mitte. Die können wir etwas anders schreiben, indem wir Quadratwurzel von A mal B als Bruch ansehen, also geteilt durch 1, und dann unten und oben mit 2 multiplizieren. So erhalten wir diesen Bruch, dessen Zähler A plus B minus 2 Wurzel A mal Wurzel B auch so geschrieben werden kann. Das ist genau das Quadrat von Quadratwurzel von A minus Quadratwurzel von B. Wir dürfen das so umschreiben, weil A und B beide positiv sind. Um diese doppelte Ungleichheit zu beweisen, werden wir die zwei einfachen Ungleichheiten beweisen. Das heißt zuerst diese und dann diese. Beginnen wir mit der ersten Ungleichheit. Diese Ungleichheit ist gültig, dann und genau dann, wenn diese gültig ist. Wir haben hier einfach diese Differenz durch diesen Bruch ersetzt. Hier multiplizieren wir beide Seiten mit 2, so bleibt hier 1 und hier 4a. Diese Zahl 4a, die links vom Ungleichheitszeichen teilt, setzen wir rechts rüber, wo sie multipliziert und das Ungleichheitszeichen bleibt, weil 4a ja positiv ist. So führt das also zu dieser Ungleichheit. Diese Zahl 4a setzen wir jetzt zwischen diese Klammern, wo die Zahl dann 2 Quadratwurzel von a wird, wegen dem Quadrat. Also so. Jetzt verteilen wir hier 2 Quadratwurzel von a auf diese Klammer. Das macht dann 2a minus 2 mal Quadratwurzel von a mal b. Und da diese Basis links positiv ist und diese Basis rechts auch positiv ist, dürfen wir die beiden Quadrate einfach streichen. Somit führt das zu dieser Ungleichheit. Jetzt setzen wir a und minus b noch rechts rüber. Dann sieht die Ungleichheit so aus. Und a plus b minus 2 mal Quadratwurzel aus a mal b, das ist genau dieses Quadrat. Also ist diese Ungleichheit gültig, dann und genau dann, wenn das Quadrat von dieser reellen Zahl größer gleich 0 ist. Aber das Quadrat von jeder reellen Zahl ist größer gleich 0, also stimmt diese Ungleichheit. Um die zweite Ungleichheit zu beweisen, werden wir ähnlich vorgehen. Zuerst ersetzen wir diese Differenz durch diesen Bruch, ist gemacht. Jetzt multiplizieren wir beidseitig mit 2, dann bleibt hier 1 und hier 4b. Diese streng positive Zahl 4b, die hier teilt, setzen wir links rüber, wo sie multipliziert. Und da sie streng positiv ist, bleibt dieses Ungleichheitszeichen also so. Diese Zahl 4b setzen wir jetzt hier zwischen Klammern, wo sie zu 2 mal Quadratwurzel von b wird, wegen diesem Quadrat, also so. Und da diese Basis eine positive Zahl ist und diese Basis ebenfalls, wegen diesen Anfangsbedingungen, dürfen wir beide Quadrate fallen lassen und somit erhalten wir diese Ungleichheit. Jetzt setzen wir noch alles rechts rüber, so erhalten wir diese.
Und wieder haben wir a plus b minus 2 mal Quadratwurzel von a mal b, genau wie da. Und das ist wieder das Quadrat von dieser Differenz. Also so. Somit haben wir also bewiesen, dass diese Ungleichheit richtig ist, dann und genau dann, wenn das Quadrat von einer reellen Zahl größer gleich 0 ist, was offensichtlich der Fall ist. Somit haben wir also den Auftrag erledigt.